Talfahrt an den US-Börsen. Am Mittwoch schlossen die drei wichtigsten Indizes um mehr als 3% im Minus und gaben so stark nach wie seit Anfang Februar nicht mehr. Die Anleger reagierten auf Äußerungen des Internationalen Währungsfonds, der seine Prognosen zum Wachstum der globalen Wirtschaft gesenkt hatte. Auf die Talfahrt angesprochen, zeigte sich US-Präsident Donald Trump unzufrieden mit dem Kurs der US-Notenbank. Ich glaube, sie machen einen Fehler, so unnachgiebig zu sein. Ich denke, die Fed ist verrückt geworden. Die jüngsten Kursrückgänge an den Börsen seien eine Korrektur, die seit langem erwartet worden sei, sagte Trump weiter. Es wird damit gerechnet, dass die Fed ihre Zinsen angesichts zuletzt robuster Konjunkturdaten stärker anhebt als zunächst angenommen.